1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ja, gerne, wer gerne von euch mit mir reden möchte, mit mir sprechen möchte, der sollte jetzt telefonieren oder mailen. Freie Themennacht, offene Themennacht, nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder die Mailadresse eben domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer nicht vergessen, da drauf zu schreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht ist Birgit. Hallo Birgit. Birgit ist 55, stimmt das? Bitte? Du bist 55. Nein, 45. 45, oh, ich bitte um Entschuldigung. Ja, na gut, wenn ich so mit 55 noch aussehe wie heute. Birgit, was ist dein Thema? Ja, mein Thema. Erstmal möchte ich dir sagen, super Sendung. Schön, dass du für uns da bist. Dankeschön. Bevor ich als berechnendes Biest gleich abgestempelt werde, ich besitze ein klein wenig Freundlichkeit. Also okay. Mein Thema ist folgendes, Jürgen, ich bin seit 28 Jahren verheiratet. Ja. Und habe also seit knapp 4 Monaten eine sexuelle Beziehung, aber die eigentlich schon vor einem Jahr angefangen hat. Also wir sind also nicht gleich ins, wie sagt man so schön, in die Kiste gesprungen. Und ich denke einfach, dass ich berechnend bin, weil ich sage, ich möchte meinen Mann nicht verlassen. Ja. Und das eine auch nicht sein lassen? Nee, auf keinen Fall. Ja. Der Neue, wie alt ist der? Ja, ist 43. 43. Ist der auch in einer Beziehung? Ja, ist sogar noch etwas komplizierter. Also er ist auch verheiratet, aber er war auch von seiner Frau getrennt und ist wieder zurückgegangen. Ja. Er hat mehrere Kinder. Und ist einfach auch deswegen zurückgegangen. Ja, du sagst, er war auch von seiner Frau getrennt. Ich war von meinem Mann vor 2 Jahren getrennt. Ach so, ach so. Und bin ausgezogen in eine andere Stadt und habe mir eine eigene Wohnung genommen. Mhm. Habe aber dann auch gemerkt, dass ich das alleine nicht schaffe. Ja, warum hast du dich von ihm getrennt? Wir haben uns wirklich nach dieser Menge Zeit auseinandergelebt. Mhm. Weil ich habe mit 16 Jahren geheiratet. Mhm. Oh ja. Habe mit 17 mein erstes Kind bekommen. Wie viele Kinder habt ihr? Ich habe 2. Zwei. Also mein Ältester wird 29 und mein Jüngster ist jetzt 16. Das sind aber nicht die Kinder aus der Beziehung mit deinem Mann. Doch, natürlich. Doch, weil du gesagt hast, ich habe 2 Kinder. Also ihr ja, habt 2 Kinder. Nein, nein, wir, ja. Sorry, ja, 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 klar. Mhm. Mhm. Und ja, es war also, ist also ein bisschen kompliziert. Und du hast dann das Alleinsein nicht, ich sag's mal ein bisschen provokativ, nicht ausgehalten und bist wieder zu ihm zurückgegangen? Nein, ich bin gerne allein. Da habe ich gar kein Problem mit. Ja. Ich bin materiell eingestellt. Ich kam materiell nicht zurück. Ich kam also finanziell nicht zurecht. Ach so, du hast zu wenig Kohle gehabt. Ja, ich habe gearbeitet, habe dann meinen Job verloren. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Mhm. Also ist das Geld, müssen wir das so klar aussprechen, das Geld war der Grund, dass du zu deinem Mann zurückgekommen bist. Ist schon übel, ne? Ja, ganz derbe. Mhm. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich das nicht einsehe. Ist er wohlhabend, der Mann? Mein Mann ist nicht unwohlhabend. Ja. Also er verdient sehr gut. Also ich brauche auch nicht arbeiten zu gehen. Aber er hätte dir doch auch, wenn ihr euch getrennt oder wenn ihr euch hätte scheiden lassen, kriegst du doch etwas, ne? Nein, also das wäre knallhart. Also er hat mich also vor vollendete Tatsache, weil ich bin gegangen. Ach so. Und es war damals nichts im Spiel, also kein anderer Mann oder so. Es war einfach mein Job. Ich habe nur nachts gearbeitet und es war sehr kompliziert. Was hast du gearbeitet? Ich bin in der Gastronomie, war hinter der Theke am Arbeiten. Hinter der Theke? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. So, jetzt kommt, ist der Neue, den kennst du schon seit einem Jahr, aber seit 4 Monaten läuft etwas. Mhm. Bist du verliebt in den? Absolut. Absolut? Absolut. Also das ist nicht nur eine Sex- und Bettgeschichte, sondern... Das ist das, was oben drauf kommt, aber... Das Herz ist dabei. Das Herz ist... Das kann ich habe keine Heizungsrhythmen, ich kann es nicht ausstellen. Und von deiner Seite ist es so? Ist es von seiner Seite auch so? Nein. Nein? Mm-mm. Du ich bist, glaub's nicht. Du bist für ihn nur eine Sexgeschichte. Ja, ich bin noch nicht... Das ist bitter. Also wenn man das schon so ahnt, wie du es jetzt zu ahnen scheinst, das ist wirklich bitter. Ja, es tut unheimlich weh. Das finde ich bitter, ja. Mhm. Es ist sehr zwiespältig alles für mich, weil ich denke wirklich, ich stehe morgens mit dem Gedanken auf, ich laufe den Tag mit rum, ich vernachlässige Sachen, die ich sonst eigentlich nie vernachlässigt hätte. Nicht jetzt meine Familie, die mir, also mein Kind, das ist mir ganz wichtig. Ja. Aber ich bin oberflächlich und also ich kenne mich sehr.
selbst nicht mehr wieder. Ich drehe mich wirklich im Kreis und ich weiß, dass es jetzt, als wenn ich Betonkloß auf meiner Brust sitzen hätte. Ja. Das kriegst du nicht weg. Ich habe ihm gesagt, ich habe mich in ihn verliebt. Und er hat es aber nicht, er hat nicht zurückgesagt, ja, ich habe mich in dich auch verliebt. Nein. Nee, hat er nicht gesagt. Nein, nein. Er sagt, es ist ein Spiel. Oh. Ja. Ja. Und das klingt nicht gut, Birgit. Jetzt spiele ich auch, ja. Weißt du? Also was spielst du? Ja. Du spielst mit dir selbst im Moment. Ja, ich spiele. Ja, das sag ich. Ich spiele, ja. Mhm. Ich spiele mit meinen Gefühlen, ich spiele mit anderen Menschen Gefühlen. Und ich bin berechnend, weil ich nicht weggehen will, weil ich nicht alleine zurechtkommen möchte oder will, was weiß ich auch immer. Sag mir nochmal was zu den Kindern. Ich habe das gerade nicht richtig in Erinnerung bekommen, wie alt beide Kinder sind. Also mein Großer ist nicht mehr zu Hause, der ist 29. Und mein Kleiner, in Anführungsstrichen, ist 16. Ja, als du dich von deinem Mann getrennt hast, wo war der Kleine? Der ist bei meinem Mann geblieben. War das für dich auch sehr schwer? Sehr schwer, es war für mich die Hölle. Es war die Hölle. Warum ist er bei deinem Mann geblieben? Ja, weil ich gegangen bin. Er hat gedacht, ich hätte ihn verlassen. Und was hat der Junge gesagt? Das hat der Junge gesagt. Ach, das hat der Junge gesagt? Ja, ach so. Weil ich habe nicht meinen Mann verlassen, ich habe ihn verlassen. Ach so. Weil ich ja immer für ihn da war. Also war er sauer. Und hat er hat nicht mit mir geredet. Und du hast es ihm nicht verständlich machen können, pass mal auf, da läuft nichts mehr zwischen Papa und mir. Es ist besser für uns beide, wenn wir uns trennen. Doch ja, aber er hat es nicht gefühlt. Nein, er wollte es nicht. Du gehst von mir und nicht vom Papa, das ist mir egal. Also, ich versuche mal zusammenzufassen. Ja. Eine sehr vertrackte und üble Situation. Ja. Du bist zu deinem Mann zurückgekehrt, obwohl da keine Gefühle mehr im Spiel sind. Ja. In erster Linie wegen des Geldes. Ja. Sicherlich auch wegen des Jungen. Aber das, ja, natürlich. Ja, aber das Geld hast du gar zuerst genannt. Ne? Ja, das stimmt. So. Dann hast du dich jetzt in jemanden Neuen verliebt, der wiederum hat sich nicht in dich verliebt. Dein Mann, dein Ehemann weiß natürlich nichts von dem. Der weiß nichts von dem Neuen. Mann, Birgit, geht's dir noch verwurstelter alles? Nein. Mann, das hätte ich ja nicht angerufen. Also weißt du, was mir zuallererst jetzt sehr, sehr übel aufstößt, kannst du dir natürlich denken, wenn du mich vielleicht ein bisschen kennst. Ja, ich kenne dich sehr gut. Ja, in Anführungsstrichen. Ja, ist das Erste, dass du zu deinem Mann wegen des Geldes zurückgekehrt bist. Ja, das finde ich super scheiße. Ich sag's ganz krass. Ja, ich sag's ganz vulgär. Ja. Weil, gut, wenn du es gewohnt bist, mit viel Geld zu haben, verständlich vielleicht, aber man kann auch mit weniger Geld auskommen. Natürlich. Und irgendwie muss es dann auch gehen. Und du bist erst 45 und wenn du Erfahrungen in der Gastronomie hast, wirst du schon irgendwo einen Job finden. Ja, klar. Wollen wir gleich drüber reden? Ne? Das finde ich schon mal das allererste. Das ist was mir auch am tierischen Magen liegt. Ne? So, das müsste eigentlich rückgängig gemacht werden. So. Wir reden ja über so ganz viele Problemfelder bei dir. Das müsste eigentlich rückgängig gemacht werden. Ja. Parallel dazu müsstest du wirklich sehr eingehend mit deinem Sohn sprechen und ihm klar machen, dass das die Hölle für dich ist, so zusammenzuleben. Aber es geht jetzt in erster Linie um dich. Es geht um dich und du musst ein klares und ehrliches Leben führen. Das tust du überhaupt nicht. Nein, absolut nicht. So, und wenn der Schritt vollzogen wäre, wenn du das schaffen würdest, dann ist es die Frage, wie sehr hängst du dich jetzt an den Neuen? Wenn du so sehr verliebt in den bist und der ist es nicht und der sagt, das ist nur ein Spiel, dann wäre es eigentlich das Beste für dich, wenn du auch da einen Rückzug machen würdest, um dich selbst zu schützen. Das ist kein Thema. Ich habe es ein paar Mal versucht und ich habe mich nicht mehr gemeldet. Und es ist wie... Aber du wirst immer unglücklicher, wenn du in den wirklich verknallt bist. Und nach jedem Sex wirst du unglücklicher. Ja, weil er meldet sich dann auch gar nicht mehr danach. Und auf einmal ist er dann wieder da und... Während ihr zusammen seid, bist du wahrscheinlich im siebten Himmel. Ja, aber sind wir beide auch. Das verstehe ich dann nicht. Weißt du, er hat auch so viel Zärtlichkeit, was ich eigentlich nie erwartet habe. Ja, aber wenn das ist nicht gespielt. Das ist jetzt nicht dieser 0815. Das mag ja sein, dass du für den auch im sexuellen Sinne eine Bombengeschichte bist. Ja. Aber mir auch nicht. Ja, du bist eine tolle... Ich habe das Gefühl, er hat Angst auch vor seinen eigenen Gefühlen. Ja, das sind immer so Sprüche, die man gerne sagt, wenn man verliebt ist. Nee. Also ich weiß, ich bin ziemlich realistisch eigentlich. Ich versuche einfach den Tiefgrund zu finden. Ich würde Folgendes sagen. Wenn eins nach dem anderen, das allererste, um Klarheit in dein Leben zu kriegen, ist, dass du dich von deinem Ehemann wieder erneut trennst. Ach du meine Güte. Und das zweite ist, ich meine, das läuft ja erst seit 4 Monaten, wie du gerade gesagt hast. Ja, sexuell, das ist jetzt sexuell, komplett. Dass du das vielleicht dann beobachte. Nächte gesprochen und. Ja, dann beobachte das noch ein bisschen. Aber ich glaube, wenn ihr Nächte gesprochen habt, hast du genügend weibliche Intuition, um kapiert zu haben, dass er dich nicht liebt. Das habe ich eben nicht.
Hast du nicht? Okay, dann würde ich sagen, das dann gib... Das war genau das Gegenteil davon. Gut, weißt du? dann würde ich in dem Fall sagen, dann gib euch und dir da noch ein bisschen Zeit. Aber nicht zu viel Zeit mehr. Mhm. Sonst gehst du darin, gehst du einfach... Ja, ich kann nicht mehr. Ich habe also auch 28 Kilo jetzt abgenommen von letztem Jahr März bis jetzt. Ne? Ja. Ich kann nicht mehr essen und... Also das ist eine Sache, da kann ich auch mit umgehen. Es wird langsam mal ein bisschen besser. Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Man muss irgendwo einen Punkt setzen, weil man zu sehr verletzt wird und zu sehr runtergezogen wird von einer solchen Konsequenz. Ja, ich andere Menschen verletze, was ich am allerwenigsten tun möchte. Ja, aber du bist Herr deiner selbst. Ja, natürlich, aber ich habe immer gesagt, ich bin nur für andere da, weißt du? Und ich verletze, ich belüge ja auch Menschen. Ja, dann tu es nicht, dann halte dagegen. Mhm. Ja, ich war mir unschlüssig. Ich bin jetzt am Wochenende, sehe ich meinen Mann wieder, weil wir sind auch wöchentlich getrennt. Wir sehen uns wirklich nur am Wochenende. Und das war auch diese Voraussetzung, dass ich zurückkomme, dass wir uns halt nicht jeden Tag mehr sehen, weil das kann ich nicht mehr. Das habe ich ihm auch gesagt. Und, ja. Aber das ist kein Ding, was du da jetzt lebst. Das geht nein, das macht mich auch krank. Das macht mich wirklich sehr, sehr krank. So, jetzt bringe Ordnung in dein Eheleben. Ordnung heißt für mich, trenne dich wieder von dem Ehemann. Soll ich es nochmal versuchen? Du hast für diesen Mann emotional nichts mehr übrig. Nein. So, was wollen wir denn mehr sagen? Na, es ist mehr Gewohnheit und halt Mitleid oder so. Wenn ich weiß, er kommt oder... Ja, es ist nichts. Und dann unterhalten wir beide uns nochmal in 5-6 Wochen über die neue Geschichte. Ja, würde ich gerne machen. So, dann mailst du uns. Ja. Nimmst Bezug auf das Telefonat, rufen wir dich zurück, okay? Das wäre ganz, ganz lieb. So machen wir es, Birgit. Mhm. Alles Gute. Ja, vor allen Dingen für deine Sendung ganz viel Glück noch. Und Dankeschön. Bleib uns noch ein bisschen gewöhnen. Sehr lieb von dir. Tschüss. Meine Lieben, unser Thema morgen haben wir eine Themennacht. Das Thema morgen heißt, es geschah aus Notwehr. Ich möchte gerne mit Notwehrtätern sprechen, aber auch mit Notwehropfern. Also in der umgekehrten Sichtweise. Dinge, die aus Notwehr geschehen, sind schlimme Dinge. Vielleicht sogar, vielleicht ist es sogar zu einem Tötungsdelikt gekommen aus Notwehr. Was auch immer, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch über Mail unter domian@wdr.de. So, und jetzt der Hinweis auf Samstag. Samstag ist wieder Promi-Tag hier bei uns. Samstag kommt Desiree Nick zu uns. Die Entertainerin, die böse Entertainerin, die Dschungelkönigin. Und wenn ihr gerne mit Frau Nick sprechen und diskutieren, gar streiten wollt, dann meldet euch jetzt schon mal dazu an. Ihr habt am Samstag Gelegenheit dazu, in der Sendung hier anzurufen. Meldet euch für einen Anruf an unter domian@wdr.de und wir rufen euch dann in der Sendung zurück. Die Sendung beginnt am Samstag im WDR-Fernsehen um 11:30. Stargast, prominenter Gast, Desiree Nick. Jetzt geht's weiter mit Melanie. Melanie ist 27. Hallo Melanie. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich mal durchgekommen bin. Und was geht's bei dir? Bei mir geht es wortwörtlich darum, dass ich meine Ehe verspielt habe. Mhm. Ich habe vor 4 Jahren fing das bei mir an. Mein Onkel ist verstorben, ja. Krebs. Und es hat niemand mich so richtig verstanden. So von meinem Gefühlsleben her, wie ich am besten meine Trauer verarbeite. Und warst du denn zu der Zeit schon in der Ehe? Nee, in der Beziehung, in ja. In der Beziehung, mhm. Also wir waren 7 Jahre zusammen, waren 2 Jahre verheiratet. Mhm. In diesen 2 Jahren, also kurz nach unserer Ehe, ist unser Sohn gezeugt worden. Mhm. Also dieses typische Klischee, heiraten Kind, kommt hin. Ja. Und, fehlt noch das Haus? Ach nee, muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wie lange seid ihr getrennt? Wir sind jetzt seit Oktober getrennt. Hm. Und du sagst, ich habe die Ehe verspielt. Was, ja, was heißt das? Ja, daran, ich bin, ja, doch jetzt bin ich trockene Spielerin. Ach so, im wahrsten Sinne des Wortes verspielt? Ja, ich habe meine Ehe wortwörtlich verspielt. Wo hast du gespielt? In der Spielhalle? In der Spielhalle, ganz klassisch an so einarmigen Banditen, oder? Nein, nicht einarmigen Banditen, diese typischen Geldspielautomaten. Ach, diese ganz, ja, ich weiß, ja, ist klar. Mhm, ja. Und weil für mich war dann einfach dieses Ding, diese Geräte sind warm, die strahlen Wärme aus. Und zu dem Zeitpunkt, als es bei mir begann mit der Trauer von meinem Onkel, hatte ich halt einfach das Gefühl gehabt, die Geräte sind wenigstens für mich da. Die Geräte sind nur für dich da? Ja, sind wenigstens für mich da. Sie strahlen für mich Wärme aus. Obwohl du in dem Moment, in der Zeit, nicht in dem Moment, ja, in dem Moment auch, aber in der Phase schon mit deinem späteren Mann zusammen warst. Ja, er hat mich aber nie richtig verstanden. Mhm. Viele haben, also aus meinem Verwandtenkreis, haben Schwierigkeiten,
zu verstehen, wie ich mit meiner Trauer umgehe. Manchmal muss man auch auf mich zugehen und sagen, hey, da ist was passiert, werd mal wach. Ja. Und heißt das, dass du durch diesen Todesfall, offensichtlich hattest du ein sehr enges Verhältnis zu deinem Onkel? Es war für mich, ich habe eine große Familie, also auch von meinem, ich sag, Erzeugerseite her, aber zu denen habe ich überhaupt keinen Kontakt. Und das, dieser Onkel war für mich der einzige Onkel, den ich wirklich hatte. Also eine ganz enge Verbindung. Ja. Hast du denn vor dem Todesfall auch schon gespielt oder bist du durch? Nein, du bist durch den Todesfall, durch die Trauer zum Spielen gekommen. Wie absonderlich. Ich versuche gerade mir das vorzustellen. Also ich kann mir vielleicht noch denken, dass man trinkt, dass man Tabletten nimmt. Aber dass man in eine Spielhalle geht, wenn man so trauert. Das hört sich verrückt an. Das ist aber, ich weiß nicht. Vorher noch nie in der Spielhalle gewesen? Was heißt, nee, vorher in der Spielhalle gewesen, nö. Also klar, wenn ich in Kneipen ging, hingen auch diese Apparate da. Ja. Die haben mich aber nicht so wirklich interessiert. So, also dann fing es dann an. Richtig. Weil du das Gefühl hattest, die strahlen für dich Wärme aus, was die Menschen nicht ausgestrahlt haben. Was ja schon ein schlimmes Urteil ist, ne? Ja. Vor allem auch war es für meinen Mann ein Schlag ins Gesicht. Wann hat er es erfahren? Ah, wann er es erfahren hat, als das Geld auf dem Konto weniger wurde. Wie viele Schulden hast du gemacht? Jetzt bis zur Trennung hin? Ja. 8.000 Euro. 8.000 Euro. Wie lange warst du dabei, als er es mitbekommen hat mit dem Konto? Boah, wie lange war ich dabei? Gut 9 Monate. Ah ja. Dann hat er aber eine ganze Zeit dann das mitgemacht, ne? Ja. Bis zur Trennung. Ja, ich war eine Zeit lang, war ich auch trocken. Ich war eine Zeit lang zwischendurch auch trocken. Und dann kam was hinzu, dass, ja, als wir geheiratet hatten, hatten wir eine Fernehe. Ja. Er ist beruflich in den Osten gegangen. Ja. Und damit hatte ich dann auch zu kämpfen gehabt. Irgendwie das ständig dieses Gefühl, wenn ich jemanden brauche, ist er nicht da. Und wer ist dann für mich da? Die Geräte. Und dann ging es natürlich wieder los. Bin ich wieder in den Teufelskreis reingekommen. Aber dann wurdest du doch, wenn ich mich jetzt recht erinnere und das alles auf eine Reihe kriege, bald schwanger, ne? Ja. Und selbst die Schwangerschaft und das Kind haben dich nicht davon abgehalten? Während der Schwangerschaft ging es. Mhm. Während der Schwangerschaft ging es. Dann kurz nach der Entbindung, weil es mir einfach alles wieder zu viel wurde. Mein Mann hatte mich auch nicht wirklich verstanden irgendwie. Ich muss hinzu sagen, mein Sohn kam zu früh. Mhm. Und ich hatte Schwierigkeiten, mein Kind zu akzeptieren, weil er auch per Kaiserschnitt kam, auf die Intensivstation musste und ich halt Berührungsängste mit meinem Sohn hatte. Wie kommt das? Nur weil es ein Kaiserschnitt war? Nee, ich hatte innerhalb der letzten, erst in der 35. Schwangerschaftswoche gekommen. Und ich hatte 3 Wochen zuvor, innerhalb von 3 Wochen 15 Kilo an Wasser eingelagert. Und da war dann halt die Gefahr der Schwangerschaftsvergiftung. Also das wäre halt für mich nicht gut gewesen und für unseren Sohn auch nicht. Und deshalb hast du so eine Aversion gegen das Kind gehabt? Also ich kam nicht gegen an, ist das wirklich meins? Ach. Weil wir haben es nicht gesehen. Und wie ist das wirklich meins? Also nachdem es dann geboren war und du dann den kleinen Wurm gesehen hast, da war dir nicht klar, ist das acht Stunden, es lagen 8 Stunden dazwischen vom Kaiserschnitt her bis zu dem Moment, bis ich meinen Sohn sehen konnte. Und dann konnte ich noch nicht mal gleich an meinen Sohn ran, weil erstmal eine super duper Schwester mit dabei war, meinen Sohn zu betüdeln. Hast du denn, Zwischenfrage, während der Schwangerschaft, in den letzten Tagen der Schwangerschaft auch eher eine ablehnende Haltung zu? Nein, das nicht. Das war nicht. Hinterher. Ich habe mit meinem Bauch geredet und ich habe alles Mögliche gemacht. Ne? Hat sich denn das wieder eingerenkt mit dem Jungen? Ja. Das ist mein Sonnenschein, das ist mein Ein und Alles. Ist denn das Kind jetzt bei dir? Dadurch, dass ich momentan erkältet bin, ist er beim Papa. Ach so, also ihr habt euch wir verstehen uns aber gut. Nun sagst du nochmal auf den Anfang des Gespräches zurückgekommen. Ich habe meine Ehe verspielt, ich bin spielsüchtig. Ja. War es dann am Ende so, dass dein Mann gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich ertrage das nicht mehr? Es war nachher kein Vertrauen mehr da. Jedes Mal, also wir haben nachher Haushaltsbuch geführt und jedes Mal, wenn er vergessen hat von der Firma, dass er seine Essenskarte aufgefüllt hat oder dass er einen Arbeitskollegen Geld geliehen hat, hieß es gleich irgendwie, da fehlt was, wo warst du? Ach so. No? Und dann kam halt auch noch die Eifersucht mit hinzu und irgendwann hatte er mich Anfang Oktober mit dem Kleinen vor die Tür gesetzt.
Und wie ist denn das heute für dich? Liebst du deinen Mann noch? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Eigentlich heißt, ist ja eine Einschränkung. Ne? Das ist richtig, das ist richtig. Das Vertrauen ist einfach nicht da, weil... Bei dir auch nicht, von dir zu ihm? Nein, weil er, das ist das zweite Mal im Oktober gewesen, dass er mich vor die Tür gesetzt hat. Mhm. Und ich meine, Womian, ich bitte dich, er ist 36, mhm. er hat Arbeit, für ihn wäre es einfacher gewesen, eine Wohnung zu finden, mhm. als mit Mutter... Als Mutter und kleinen Kind, irgendwie, du hast nichts. Mhm. Irgendwie musst du sehen, wie du alles dann irgendwie auf die Reihe kriegst. Hast du recht. Nun kann ich andererseits wieder nicht beurteilen, wie angespannt euer Verhältnis war und wie mürbe er vielleicht auch schon war, weil du immer wieder rückfällig geworden bist, genau. Und es ist sehr schwer zu beurteilen. Ja, wichtig, du, ja, lass uns mal in die Zukunft gucken. Würdest du denn gerne wieder mit ihm zusammenkommen? Ach, da eine Art und Weise, ja, weil, Domian, der Vorteil ist, du sitzt. Weil ich bin von meinem Mann tatsächlich wieder schwanger. Oh, obwohl ihr nicht zusammen seid. Ja, es war sozusagen der Abschiedsgruß, aha. bevor er mich vor die Tür gesetzt hat. Mhm. Und, weiß ja, er das? Der letzte Gruß sozusagen, und der hat gesessen. Weiß er das? Ja. Ja. Ja, am Anfang hat er gesagt, das Kind will er nicht, das Kind wird er nie lieben. Mhm. Und ja, jetzt sagt er, er möchte nicht, weil er kam erst drauf, ich soll doch das Kind abtreiben. Mhm. Kann ich nicht, mhm. geht vom Kopf her nicht. Mhm. Und dann war ich halt am Überlegen, das Kind zur Adoption freizugeben. Mhm. Damit war er voll einverstanden. Mhm. Und jetzt sagt er, nein, es ist genauso sein Kind. Er will nicht, dass ich das Kind zur Adoption freigebe. Möchte er denn letztendlich irgendwie euch auch nochmal eine Chance geben? Liebt er dich denn noch? Kurz nach unserem Auszug hieß es, er liebt mich nicht mehr. Eine Woche nach dem Auszug, ja, er liebt mich. Mhm. Jetzt aber definitiv, es ist keine Liebe mehr vorhanden, er hat mich lieb. Und dann meine ich so, du kannst gerne ein Kätzchen lieb haben, du kannst einen Hund lieb haben. Aber für mich reicht es halt nicht. Na gut, aber wenn ihr, nehmen wir mal an, ihr seid wirklich jetzt getrennt. Ja. Ist das doch eine ganz tolle Sache, wenn er sagt, ich hab dich wie eine Freundin lieb. Klar, aber es tut weh. Es tut weh, weil du gerne noch mehr möchtest. Auf eine Art und Weise, ja. Mhm, ja. Nur ich habe auch gesagt, wenn, dann möchte ich ihn als Mann zurück. Ich möchte nicht in die eheliche Wohnung zurück, gar nicht. Also ich würde auch nicht wieder mit ihm zusammenziehen, damit er wirklich auch definitiv das Gefühl hat, sein Geld ist sein Geld, mein Geld ist mein Geld. Und wenn ihm was fehlt, dann soll er bei sich suchen und nicht bei mir. Hältst du es denn für möglich, dass wenn ihr beide euch gemeinsam mit einem Fachmann an einen Tisch setzen würdet, dass es vielleicht nochmal eine Linie gäbe, auf die ihr euch einigen könntet? Domian, ich habe es versucht. Ich habe es versucht, habe ihm eine Paartherapie angeboten und da meinte er so, nicht er müsste an sich arbeiten, sondern ich. Mhm. Also im Moment bist du aber trockene Spielerin. Ja, Da bin ich auch ganz froh drüber. Also ich mache... Ich meine, vielleicht hat er, wo ich nicht spiele, vielleicht hat er auch recht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so falsch. Ich meine, es ist ja auch noch nicht so lange her jetzt, Oktober. Nein. Wenn ihr euch und du euch auch jetzt erstmal ein bisschen Zeit lasst, um ihm zu beweisen, dass du wirklich jetzt auf dem richtigen Wege bist. Es tut auch weh. Es tut auch weh, weil er ist eigentlich, ja, alle zwei Tage ist er hier bei mir, ja. um den Kleinen zu besuchen. Mhm. Und ich kann aber momentan nicht in seiner Gegenwart dabei sein. Es geht nicht, weil ich definitiv weiß, ich bin schuld, dass die Ehe auseinandergegangen ist. Mhm. Und was halt auch wehtut, wenn er aggressiv geworden ist, habe ich... Entschuldigung. Mhm. Also ich finde, dass die beste Chance vielleicht, jemanden wieder zurückzubekommen, darin besteht, dass man sich sehr gut und sehr ordentlich und sehr klar verhält. Wenn du das schaffen würdest, wenn du das vielleicht noch kombinieren würdest mit einer Therapie, die du wohl nicht machst, ne? Ja, die machst du auch. Ja? Ich bin mein Therapeuten. Okay, das ist ja gut. Dann hätte das Ganze ja vielleicht sogar noch eine Chance. Du kannst es jetzt nicht erzwingen. Will ich auch nicht. Du kannst jetzt nichts mit brachialer Gewalt machen. Lass es einfach gut laufen, im positiven Sinne, indem du dich relativ zurückhältst, indem du an dir arbeitest und das wird er dann ja auch mitbekommen. Vielleicht schaffst du ihn so wieder, seine Liebe zu gewinnen. Wenn das nicht gelingt,
habt ihr zumindest eine gute Grundlage, dass ihr habt dann zwei Kinder, dass ihr auf einer ordentlichen, freundschaftlichen Ebene miteinander verkehrt. Das ist richtig, Domian, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe keine Lust zu warten. Das musst du aber jetzt. Du hast schon sehr viel verbockt. Du musst ich warten. Ich weiß nur, wie gesagt, wenn er aggressiv wurde, wenn er seine cholerischen Anfälle gekriegt hat, wenn er Sachen durch die Gegend geschmissen hat, habe ich es akzeptiert. Mhm. Ich habe auch zu ihm gesagt, okay, dann geh du wenigstens zum Aggressionstraining. Mhm. Nee, brauche ich nicht, sowas muss Gut. ich nicht. Du kannst ja als gutes Beispiel vorangehen und geh erstmal eine Weile voran. Und sollte sich das annähern, musst du sagen, pass mal auf, ich habe was getan, dann musst du auch etwas tun. Das ist richtig. So. Und jetzt muss ich das Gespräch leider abbrechen, weil wir schon lange sprechen. Würde dich aber gerne noch mit meinem Psychologen verbinden. Gerne. Kriegst du noch eine andere Meinung, ist ja auch ganz interessant für dich bestimmt. Auf jeden Fall. Liebe Melanie, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Du legst auf und der Peter ruft dich zurück. Jo, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Hier ist Dagmar. Dagmar ist 47. Hallo Dagmar. Hallo. Dagmar, Hallo Domian. Ja, du machst bitte den Fernseher, den Ton ganz weg. Und vom Radio. Ja. So. Um was geht's denn bei dir, Dagmar? Ja, ich habe einen ganz, ganz lieben Freund verloren. Ja. Wann ist das passiert? Gestern. Ja. Und ist er gestorben? Ist es ein Unfall gewesen oder ist es eine Krankheit gewesen? Er hat sich umgebracht. Was für ein Verhältnis hattest du zu ihm? An für sich ein ganz lockeres, gutes Verhältnis. Ein gutes freundschaftliches Verhältnis. Ja, ein bisschen tiefer. Aber ihr wart kein Paar miteinander? Schon. Ach, das auch? Ja. Wie lange? Schon? Ja, gute 2 Monate. Ach, länger kanntet ihr euch noch gar nicht? Nein. Mhm. Im Endeffekt, sag ich mal, wir haben uns gesucht und gefunden. Mhm. Also hast du dich verliebt in den Mann? Ja. Er sich in dich auch? Das weiß ich eben nicht. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich schon zugeschmissen. Ja. Aber vorher hat er seinen Sohn umgebracht. Seinen Sohn umgebracht? Ja. Wie alt ist denn das Kind gewesen? 16, 17. Das ist vor 2 Tagen passiert. Gestern. Hm? Das habe ich heute Nachmittag erst erfahren. Durch Nachbarn. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Sonntag. Wir waren von Samstag auf Sonntag zusammen. Haben noch gemütlich gefrühstückt. Mhm. In welchem Bundesland ist das passiert? Hier in Nordrhein-Westfalen? Ja. Ist dir da irgendetwas aufgefallen an ihm am Sonntag? Wenn mir irgendwas aufgefallen wäre, hätte ich vielleicht eingegriffen. Naja. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, er hat Montag habe ich gearbeitet, ich bin in der Gastronomie, war etwas früher zu Hause, habe ihn angemailt, weil wir mailen immer nur. Dass ich schon zu Hause bin. Er wollte zu mir nach Hause kommen. Aber wie soll ich dir sagen, ich gehöre noch zu diesem, ich habe meine Prinzipien. Ja? Also sagen wir mal, dir ist nichts aufgefallen beim letzten Zusammensein. Er hat dir auch nichts hinterlassen, dass du eine Ahnung hast, was da los war. Nein. Er hat seinen Sohn umgebracht. Das ist ja unfassbar schlimm. Er hat seinen Sohn über alles geliebt. Das wollte ich gerade fragen. Wie war sein Verhältnis zu dem Kind? Gut. Wunderbar. Hast du den Sohn auch mal kennengelernt? Er hat seinen Sohn vor unsere Beziehung gestellt. Hast du den Sohn auch mal kennengelernt? Der Sohn kennt mich nicht. Ich kenne ihn. Ja. Ja. Wie hat er den Sohn umgebracht? Er hat den Sohn nach den Zeitungen ein Messer im Rücken gestochen. Unfassbar. Nur, was ich nicht
begreife, wo ich mir meine Vorwürfe mache, ja, ist, er hat mich von Montag auf Dienstagnacht haben wir noch gemailt. Er wollte zu mir nach Hause kommen. Nur, und du wolltest das nicht? Nein, ich habe meine Prinzipien. Ich habe gesagt, bei mir kommt kein Mann in die Wohnung. Ja. Nicht solange ich nicht hundertprozentig weiß. Ja. Das heißt, ihr habt auch noch gar nicht miteinander geschlafen gehabt bisher? Doch. Doch, das schon. Ja. Aber nicht bei dir in der Wohnung? Nein. Okay. Wir haben uns alle 14 Tage bei ihm getroffen. So. Weil der Sohn bei seiner Mutter war. Ja, aber du wolltest nicht, dass er zu dir in die Wohnung kommt, weil es dann darauf hinaus gelaufen wäre, vielleicht miteinander zu schlafen. Das wolltest du einfach noch nicht in deiner Wohnung. Bei mir in der Wohnung, nein, wollte ich nicht. Und jetzt machst du dir Vorwürfe, hätte ich ihn mal kommen lassen. Ja. Sag mal, ich will dir mal sagen, das sage ich dir jetzt mal gleich ganz spontan. Die Sache ist, ihr kennt euch, und dieses Kennen sage ich in dicken Anführungszeichen, ihr kennt euch erst 2 Monate. Wie alt ist der Mann geworden? 49. In 2 Monaten lernst du keinen Menschen kennen. Nein, sicher nicht. Und du hättest auch, wenn sich so eine schlimme Tat in dem vorbereitet hat, und es hat sich vorbereitet in dem, davon hättest du ihn auch nicht abgehalten, wenn du ihn die eine Nacht hättest zu dir kommen lassen. Ich weiß es doch nicht. Ich bin ganz sicher. Glaub's mir. Ich will dich nicht plump trösten. Ich bin ganz sicher. Ich kann verstehen, dass du das jetzt irgendwie so denkst, aber da muss ja in diesem Mann ein Abgrund gewesen sein, eine Tragödie, dass der so etwas tut. Das hättest du mit einmal bei dir übernachten lassen nicht auffangen können. Und wenn der hätte sprechen wollen bei dir, hätte er irgendwann vorige Woche schon gesprochen. Weiß es doch nicht. Ich glaube das ganz sicher. Ich glaube es ganz sicher. Du bist zusätzlich ein Opfer von dieser Geschichte geworden. Weil du dir ein schlechtes Gewissen machst und das brauchst du dir nicht zu machen. Das sage ich wirklich. Aber er hat mir so viel Mut für mein Leben gemacht. Weil ich habe so viel Scheiße erlebt. Ja, das ist das Schlimme, dass er dich auch noch so verletzt zurücklässt und dir so etwas antut. Das ist natürlich unfassbar alles. Das Kind zu töten, dich völlig hilflos dort sitzen zu lassen. Hast du du wirst jetzt schon die letzten Stunden wie wahnsinnig wahrscheinlich drüber nachgedacht haben. Hast du irgendeine Spekulation, was es sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sein Sohn vielleicht, weil er ist am Montag von seiner Mutter zurückgekommen. Ich weiß, dass er sozusagen eine Abneigung hatte gegen Alkohol. Der Sohn? Nein. Dein ehemaliger Freund? Der Vater. Der Vater. Ja. Und ich weiß, dass die Mutter alkoholabhängig gewesen ist. Ich habe nur eine kleine Vermutung, dass der Sohn vielleicht zu seiner Mutter zurück wollte. Und dass er sowas gemacht hat. Und dann, dass er durchgedreht ist. Ja. Ich kann es nicht begreifen. Bei all dem Schock und dem Unglück, empfindest du nicht auch großen Widerwillen und Zorn auf diesen Mann? Nein. Aber er hat ein Kind getötet. Ja gut, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht. Er hat mich in der Nacht noch angerufen. Er wollte zu mir kommen und ich habe ihn abgewiesen. Ich weiß nicht, ob ich schuld bin daran. Ich bin hundertprozentig sicher, dass du nicht schuld bist daran. Es war ein erwachsener Mann. Wenn dieser Mann in einer großen seelischen Not gewesen wäre, hätte er irgendwo anrufen können, bei der Telefonseelsorge. Nein, dafür war er zu stolz. So, aber wenn er plant, sein Kind umzubringen. Oh mein Gott. Ich weiß im Moment nicht, wann er seinen Sohn umgebracht hat. Ich weiß nur, er hat mich angerufen in der Nacht. Er wollte zu mir kommen. Ich habe ihn abgewiesen. Und die letzte Mail, die ich von ihm gekriegt habe, war kurz vor seinem Tod. Was stand in der Mail drin? Dass ich ihn nicht mehr anrufen sollte. Da stand nichts von ich liebe dich oder irgend sowas? Nein. Nur ruf mich nicht mehr an? Ja. Und da war er schon auf dem Weg zum Bahnhof. Weißt du,
Es ist in so vieler Hinsicht schlimm, was dieser Mann gemacht hat. Er hat einen Menschen getötet, einen jungen Menschen. Er hat diesen Fahrer des Zuges auch mit in ein großes Unglück gestürzt. Genau, und mich auch. Und dich auch. Sodass sich mein Mitleid etwas in Grenzen hält, muss ich dir sagen, diesem Mann gegenüber. Bei allem Respekt vor seinem Problem, aber es ist ein Mörder. Es ist ein Mörder, so muss man es sehen. Und ich glaube, bitte Dagmar, ich sage das wirklich aus vollster Überzeugung, dass aufgrund dessen, dass ihr euch so wenig erst kanntet, du das nicht hättest verhindern können. Wenn dieses in ihm schon sich im Unterbewusstsein vorbereitet hat oder wenn das sich angebahnt hat, dann hättest du es nicht. Du hättest es nicht aufhalten können. Nie im Leben. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Die Zeitungen, du sagst, die Zeitungen schreiben, spekulieren die Zeitungen, warum er den Jungen umgebracht hat? Ja. Was schreiben die? Das hast du gerade gesagt. Die wissen das nicht. Sie wissen es auch nicht. Ich kann mir auch kein Bild davon machen. Mhm. Entweder, ich weiß es nicht. Entweder wollte der Sohn wieder zu seiner Mutter zurück und dass er sich akzeptiert. Ich weiß es nicht. Oder er hat meine Zurückweisung nicht akzeptiert. Ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwo ein. Aber schau mal, du hast ihn doch nicht. Du hast ihn doch in dem Sinne gar nicht zurückgewiesen. Du hast doch. Ja, aber du hast ja nur gesagt, dass du nicht möchtest, dass er an dem Abend zu dir kommt. Du hast ja nicht deine Freundschaft. Wir wohnen zwei Häuser nebeneinander. Ja, aber du hast ja nicht deine Freundschaft aufgekündigt. Du hast ja einfach nicht gewollt, dass er an dem Abend kommt. Das muss man ja verstehen. Deshalb macht man das ja sowieso nicht. Und ich wiederhole es nochmal, dass du mit Sicherheit ihn nicht davon hättest abhalten können. So, aber ich verstehe das, dass man natürlich solche Gedanken macht und sich solche Vorwürfe macht. Würde wahrscheinlich jeder von uns machen. Und du bist ja sehr, sehr, sehr gerade sehr traurig und sehr, sehr durch den Wind. Ich möchte, dass wir jetzt in Ruhe mit dir reden können, außerhalb dieser Sendung. Das heißt, du legst auf und wir, mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Und dann sprecht ihr beide in Ruhe weiter, wie es jetzt auch mit dir weitergehen soll. Okay? Okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und alles Liebe. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. Hier ist die Nicole und Nicole ist 23 Jahre alt. Hallo, Nicole. Hallo, Nicole. Die Nicole ist weggebrochen und hier ist Jenny, 18 Jahre alt. Hallo, Jenny. Hallo. Grüße dich, Jenny. Was ist dein Thema? Ja, ich habe mich verliebt in einen Swingerclub-Besitzer. Oh. Ja. Du bist 18 Jahre? Ja, genau. Und da lachen wir mal ein bisschen, was? Ja, weil... Wie bist du in den Swingerclub gegangen, oder? Ja, und zwar habe ich einen besten Kollege, und zwar, das ist der Peter. Wir kennen uns schon seit 6 Jahren, der Peter und ich. Der Peter? Ja, genau. Mhm. Und der Peter und ich, wir hatten auch vier Jahre lang ein Verhältnis. Und ja, okay, wie gesagt, aber wir konnten auch immer ganz gut das Verhältnis mit unserer guten Freundschaft trennen. Ja, der Peter ist auch ungefähr in deinem Alter, ein bisschen älter? Der Peter, der ist jetzt gerade im Dezember 30 geworden. Ah. Ja. Oh, ah. Und ja, auf jeden Fall, ja, hat die ganze Jahre schon an mir rumgenagt. Man könnte ja mal zusammen mal in einen Singerclub gehen, um zu schauen, wie es da funktioniert. Und ja. Allgemein nur aus reiner Neugier. Ja. Sollte es normalerweise sein. Das habt ihr dann gemacht, ihr beiden? Ja, genau. Mhm. Wir waren dann in den Swingerclub gefahren und... Wann war der erste Besuch? Wie lange liegt der jetzt zurück? Anfang Oktober war das. Ja. Mhm. Also da war ich muss noch dabei sagen, ich war schon im Club gewesen, obwohl ich noch keine 18 war. Ah. Na gut, ja. Reden wir nicht weiter drüber. Jedenfalls seid ihr dann dahin gefahren. Ja, genau. Und da hast du dann schon sofort den Mann gesehen, ja, genau. In den du dich jetzt verliebt hast. Was heißt jetzt? Ich meine, ja, ich habe ihn damals schon relativ viel angehimmelt. Und er sagt mir auch heute, dass er das damals schon gespürt hat. Ja. So, wie alt ist denn der Swingerclub-Besitzer? Er wird 32. 32. Ist der denn Single oder ist er in einer Beziehung? Ja, er lebt momentan gerade in Scheidung. Was also, ja für dich sehr praktisch ist. Was heißt praktisch ist? Ich meine, ja gut, okay, ich weiß, dass er also seit dieser Zeit noch mal eine Freundin hatte, aber das war irgendwie nicht. So, jetzt bist du verliebt in den Swingerclub-Besitzer. Ja, genau. Ist er denn in dich auch verliebt?
Ja, das ist es ja. Ich meine, momentan haben wir sehr viel und häufig Kontakt. Mhm. Wir reden viel miteinander. Er versucht sehr viel mit mir zu unternehmen. Mhm. Und nur er kann mir halt nicht sagen, ja, Jenny, okay, wir versuchen es, oder nein, Jenny, wir lassen es. Das kann ja nicht, weil. Warum nicht? Er hat momentan überhaupt keinen freien Kopf, weil er will jetzt noch was nebenher aufbauen, aha, geschäftlich, und dann die Scheidung liegt ihm noch ziemlich sehr im Kopf. Oh. Und dann hat er auch noch 2 Kinder. Das hört sich nicht gut an, Jenny. Ja, weißt du, wenn jemand verliebt ist, dann ist das völlig egal, ob der noch ein Geschäft aufmachen will oder ob der in der Scheidung steckt oder weiß ich was. Dann ist man verliebt und dann kümmert man sich um den Menschen. Ich halte das für eine Ausrede. Was heißt für eine Ausrede? Eine vorgeschobene Rede, um dir nicht zu sagen, ich bin nicht verliebt in dich. Ich bin nicht wirklich verliebt in dich. Du bist eine Süße, ich mag gerne mit dir zusammen sein, vielleicht auch Sex mit dir haben. Sex habt ihr miteinander. Und war bis jetzt 2-mal. Ja. Aber verliebt ist er nicht in dich. Das glaube ich nicht. Dann wäre der Feuer und Flamme. Dann ist es doch völlig egal, ob man... Ja gut, aber ich muss noch sagen, ich meine, ich war am Samstagabend war ich mit ihm zusammen im Club gewesen. Mhm. Und gut, okay, ich habe mich da umgezogen, weil mir ist es wirklich ein bisschen zu warm gewesen, dass wir mit einem Rollpulli da jetzt in 27 Grad Wohnung drin zu hocken. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, er hat seinen Bekannten, hat er von mir erzählt. Er hat da eine Frau, die Heidi, die ist sozusagen, die hilft ihm sehr viel im Club. Mhm. Und es ist sozusagen seine 2. Mutter. Mhm. Und ja, mit ihr redet er wirklich über alles. Also seine beste Freundin? Nein, aber irgendwo wie eine Mutter. Aha. Wie alt ist eine Heidi? Oh je, ich müsste lügen. Also ich schätze mal so Anfang 50. Ach so, also ja. Die ist wesentlich älter als er. Ja, auf jeden Fall. Deswegen sagt er auch immer, Heidi ist wie eine Mutter für ihn. Verstehe. Jetzt verstehe ich den Vergleich, ja. Ja. Mhm. Und hat er auch von mir erzählt, wie gesagt, seinen Kumpels hat er von mir erzählt, wo er mich auch am Wochenende jetzt mitnehmen wollte, für mit seinen Kindern schwimmen zu gehen, wo die Kumpels auch dabei wären. Und er gibt mir, wie soll ich denn sagen, er gibt mir auch in seinem Club vor den Leuten, er küsst mich, er gibt mir diese Geborgenheit. Okay, also ich merke schon, er verhält sich schon dir sehr zugetan. Ja, genau. Ne? Er ist freundlich und so, aber er kriegt es nicht über Lippen zu sagen, ich bin in dich verliebt. Einfach zu sagen, nein, das ist momentan nur schön und... Also er hält sich so richtig alles offen, ne? So nach dem denke mal schon so irgendwie. Ja, und das ist, finde ich, immer ein bisschen mies. Irgendwann muss man ja Farbe bekennen und sagen, wohin man will. Vor allen Dingen, du bist 18 Jahre alt, da spielt man ja auch nicht so mit den Gefühlen. Man spielt nie mit den Gefühlen von Menschen, aber du bist ja wirklich auch noch sehr jung. Wie lange geht denn das jetzt schon, dass du hast ihn kennengelernt im Oktober letzten Jahres. Wie lange ist denn das jetzt schon so ein bisschen näher und intensiver? Ja, jetzt richtig intensiver ist es eigentlich jetzt erst seit heute einer Woche. Ach so. Ja, schon. Aber wie gesagt, er hat die ganze Zeit ja schon gewusst, dass da was ist. Nur wir hatten da noch keine Nummern von uns. Ja. Obwohl die Nummern haben wir schon auch noch vor Weihnachten ausgetauscht. Pass auf, dann mache ich jetzt einen Vorschlag. Wenn das noch so ganz frisch ist, ich hatte jetzt doch gedacht, dass das schon ein bisschen länger läuft, also 2 Monate oder so, dann gib euch doch mal ein bisschen Luft noch und ihm auch. Ne, nach einer Woche kann man da noch nicht so ganz viel sagen. Ja, schon, aber mein Problem ist eigentlich ganz grundsätzlich das. Ich meine, wie gesagt, dass wenn wir uns melden, das ist dann eigentlich, bin eigentlich immer ich. Also ich melde ihn an, ich rufe ihn an und ich meine, er meldet sich dann zurück. Klar, das ist gar kein Thema. Dann lass das doch einfach mal sein. Mach dich doch mal ein bisschen interessant. Ich glaube, du wirfst dich ja zu sehr an ihn ran. Und das ist mein Problem, weil ich habe ihn die ganze Zeit schon gesagt, also wenn ich dich nerve, dann sag mir bitte Bescheid, weil ich will dadurch nicht alles kaputt machen. Ja, ist aber auch schon doof. Wenn man schon sagen muss, pass mal auf, du nervst, dann ist es schon gelaufen. Also du sollst es gar nicht so weit kommen lassen, dass du ihn nervst.
schalte mal ein paar Gänge runter. Mach mal gar nichts. Mach dich mal ein bisschen interessant. Häng mal die Früchte ein bisschen höher, dass er sich ein bisschen anstrengen muss. Ja, dann kann man auch sehen, ob er wirklich Interesse an dir hat. So, fällt so. Mir aber ganz schwer. Ja, aber das, nur so geht das, Jenny. So, anders, das ist immer so, indem man versucht, sich an einen Rand zu krallen und zu baggern und so, da kann man nicht das erzwingen, was man gerne möchte. Das muss schon seine eigene Dynamik haben, seinen eigenen Lauf. Von dem anderen muss auch was kommen. Ja gut, ich meine, erzwingen will ich ja sowieso nicht, weil ich habe auch die ganze Zeit schon gesagt, ich meine, im Oktober, da wusste ja noch keiner, dass er von seiner Frau, also dass die praktisch nicht mehr zusammen sind, weil ja. Sie waren im Oktober noch zusammen im Club und haben noch zusammen eigentlich den Club geführt. Und wie gesagt... Ich würde jetzt sagen, schraubst dich ein bisschen runter. Mhm. Du haust dir selbst auf die Finger, wenn du anfängst zu mailen oder zu simsen. Ja. Ne? Und dann wird das schnell wieder gelöscht, wenn du irgendwas geschrieben hast. Wartest darauf, dass er sich meldet. Wenn der sich nicht meldet, sagt das ganz viel aus, dass er eben keinen großen Bock auf dich hat. Ach, dann bist du weg. Oder ich Jenny. Ach, bist du da? Das klang gerade so komisch. wenn er sich meldet, vielleicht entwickelt sich dann auch etwas und das Gepiepse macht mich ganz nervös im Hintergrund. Ich muss mal sagen, jetzt so zum Beispiel an Viper-Phasen, und da war ich ja mit Freunden unterwegs gewesen und da haben wir auch nachts miteinander gefilmt. Ja. Und da habe ich jetzt mal, ich glaube für eine Stunde oder zwei, habe ich jetzt wirklich ihm keine Antwort gegeben, weil... Jenny... Und da hat er aber gleich ein SMS losgeschickt mit lauter Fragenzeichen und was ist los? Okay, ein bisschen langsamer. Ja. Und dann kannst du schon, finde ich, nach ein paar Wochen, es läuft ja alles noch relativ neu, ein paar Wochen kannst du dann schon mehr von ihm verlangen, dass er eine klare Aussage macht. Jetzt breche ich das Gespräch mal ab, weil es piepst immer zu im Hintergrund, ist noch nicht ganz weg. Ja, aber ich glaube, ich habe das Wichtigste zu dir gesagt und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Jenny, tschüss. Ciao. Da war immer so ein Piepser drin, als hätte sie aufgelegt, aber sie hat nicht aufgelegt. Hier ist Petra. Petra ist 42. Hallo Petra. Ja. Ja. Ich grüße dich. Guten Tag. Ja. Was ist dein Thema? Mein Mann hat sich zu Weihnachten zur Transe geoutet. Schöne Weihnachtsüberraschung. Aber hallo. Wie lange seid ihr verheiratet? 23 Jahre. 23 Jahre? Hm. Und er hat sich Weihnachten zur Transe geoutet? Ja, ich meine, er hat schon anderthalb Jahre vor der Zuwäsche getragen, was ich herausgekriegt habe. Und ich habe das plus minus akzeptiert, aber zu Weihnachten war der Schock. Er hat mir aus Osnabrück einen Paradiesapfel mitgebracht und sagte so nebenbei, willst du mal sehen, wie ich denn den gekauft habe? Mhm. Ich so unschuldig, ich bin, ja, zeig mal. Ja. Und dann hat er sich voll in Montur, in Damenwäsche, Perücke geschminkt ohne Ende, wie eine alte, hässliche Hure vor mir gestellt. Also er stand aber erst noch als Mann vor dir. Und dann hat er gesagt, willst du mal sehen, wie ich diesen Paradiesapfel gekauft habe? Genau. Und ist dann ins Nebenzimmer gegangen, ja. Hat sich da aufgebrezelt. Richtig. Und kam dann zu dir ins Zimmer. Richtig, mit Perücke und hast du nicht gesehen. Und geschminkt. Und du? Bist du umgekippt? Nee, nicht, weil ich habe das schon irgendwie erwartet, weil er dir die Strumpfhosen und auch schon getragen hatte. Das musste dich ja auch schon sehr irritiert haben, ne? Also ja, ich war wie vom Kopf geschlagen. Ich muss dazu sagen, ich bin alkoholabhängig gewesen. Und ich hatte, wie ich diesen Schock hatte, da habe ich mir gedacht, jetzt kippst du dir einen über. Ich habe eine sehr gute Freundin und ich habe die angerufen und die hat mir gesagt, also ich habe echt so eine super Freundin. Ich lasse mich unterbrechen. Den Schock, als du die Dessous entdeckt hast oder jetzt die gerade Geschichte Weihnachten? Weihnachten war ein Schock. So, was hast du ihm denn dann gesagt, als er plötzlich dann vor dir stand als Transvestit? Ich habe zu ihm gesagt, du siehst aus wie eine alte hässliche Hure. Und was hat er da geantwortet? Dann zeig's mir, wie es anders geht. War jemand noch dabei? Nein. Ihr wart allein. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wie lange? Und ich, doofe Kuh, hab zu ihm gesagt, pass mal auf, das passt nicht, wie du dich schminkst. Ich, doofe Kuh, das hat mir meine Freundin hinterher gesagt. Ja.
Das muss man erstmal verstehen. Mhm. Ich habe zu ihm gesagt, du musst dich so und so schminken, das sieht besser aus, weil ich weiß, er hat, ach, da kommt so vieles. Also du hast ihm einen Schminktipp geben wollen, ja, quasi? Ja. Mhm. Ist mir das bewusst geworden, was für eine doofe Kuh ich eigentlich bin. Der größte Schock war für mich, als er hinterher zu mir sagte, wie ich zur Arbeit war und es klingelte an der Tür und sein Bruder stand an der Tür. Mhm. Und er machte in dieser vollen Montur die Tür auf. Und der Bruder hat es auch gesehen? Ja, und er sagte, wie siehst du denn aus? Und der hat ihn gleich erkannt? Er, wie immer. Mhm. So, wie lange macht dein Mann das schon heimlich? Er sagte, das wäre erst kurz vor Weihnachten gewesen. Aber das mit den Dessous läuft ja schon länger. Das länger. Mhm. Okay, glaubst du ihm das, dass das so erst in der letzten Zeit, sagen wir mal, aufgebrochen ist? Nein. Mhm. Wie ist das Verhältnis jetzt? Nun ist ein paar Wochen vergangen seit Weihnachten. Ich muss dazu sagen, sexuell läuft bei uns gar nichts. Schon länger nicht mehr? Nein. Mhm. Weil ich vor über einem Jahr mein Alkoholproblem abgebrochen habe durch Entzug. Mhm. Du trinkst jetzt im Moment auch nicht? Nein. Nee. Mhm. Und dadurch, dass ich ein bisschen wacher geworden bin, hat er Angst vor mir, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe auch zu ihm gesagt, sexuell kann er mit mir nichts mehr anfangen. Ist das denn jetzt für dich wäre das für dich jetzt ein Trennungsgrund? Nein, auf keinen Fall. Also du wirst mit dem Mann schon weiter so in einer WG, sagen wir mal so, als Freund? Das ist mal eine reine WG. Eine reine WG, Freundschaft, kann man das reine so sagen? Reine Freundschaft. Mhm. Weil ich möchte auch an die Frauen appellieren, die diese Männer haben. Mhm. Schaut erstmal in diese Männer rein, denn die haben echt mehr Probleme als ich. Mhm. Okay, ich hatte meine Probleme jahrelang mit dem Alkohol. Das heißt, du stehst jetzt zu deinem Mann und berätst ihn? Ich stehe zu meinem Mann, aber nicht dazu, dass er es unbedingt in meiner Gemeinde ausführt. Ach so. Wohnst du weil hier, er führt es 115 Kilometer von mir aus. Ah ja, also du möchtest nicht, dass es in deiner direkten Umgebung so bekannt wird und ihr euch da zeigt? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es meiner Familie gesagt. Ja. Die waren wahrscheinlich er hat seinen Eltern das selbst offeriert. Und die waren alle geschockt wahrscheinlich? Natürlich. Natürlich. Bist du denn mit ihm jetzt schon mal da in die nächstgrößere Stadt gemeinsam gefahren? Er im Outfit als Frau und du als du? Nein. Nein, das würdest du das machen? Nein, das würde ich nicht dulden. Das nicht? Nein. Aber zu Hause darf er sich anziehen, so als Frau? Nein, nur auch wenn nicht. Ich weg bin. Ach so. Aber, das machen wir dann telefonisch. Aber warum? Wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme ihn, wie er ist, ich habe eh keinen, er ist für mich nur wie eine WG oder wie ein Freund, dann könnte er das zu Hause auch machen. Wäre für ihn doch angenehm. Ja, schon, aber ich habe zu ihm gesagt, dass ich habe dich als Mann geheiratet, nicht als Frau. Gut, aber du bist ja quasi nicht mehr mit ihm wirklich verheiratet. Nein, im Prinzip nicht. Ne? Dann könntest du eigentlich doch jetzt noch ein bisschen lockerer sein und sagen, okay, komm, dann lebst du es wenigstens hier in der Wohnung aus. Nein, weil wir leben wirklich außerehelich. Mhm. Weil wir sind wirklich nur so mal alle 3 Wochen zusammen. Das schon seit 10 Jahren, weil er außerhalb arbeitet. Ach so, und ihr habt 2 Wohnungen auch? Ja, so ungefähr. Ach so, dann verstehe ich das. Und er lebt sein Leben da hinten aus, nur er hat es eben vor Weihnachten hier auch ausgelebt und ich... Das möchtest du nicht. Pass mal auf, ich möchte einfach nur mal an die Frauen appellieren, die solche Männer haben, die sollen die nicht in Grund... schlecht halten. Ja. Die leben ihr Leben, die haben Angst davor, sich selbst zu zeigen. Ja. Ich verstehe meinen Mann. Ja. Der hat immer schon so eine Züge gehabt. Und wenn Frauen sagen, die hätten das noch nie gemerkt, den Frauen glaube ich nicht. So, das war jetzt von deiner Seite aus ein Appell an Frauen, die... An Frauen gerichtet, die in ähnlicher Hallo, wenn ihr Männer habt, die Frauenkleider anziehen, lasst sie anziehen. Denn die haben die Neigung dazu und ich weiß hundertprozentig, meinen Mann kriege ich nie davon los, aber ich will ihn auch nicht verlieren. So Petra, dein Appell ist jetzt über den Fernsehsender und den Radiosender gegangen. Ich hoffe es. Ja, es ist wirklich so. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir und auch deinem Mann natürlich alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, es geschah aus Notwehr. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die etwas getan haben aus Notwehr, etwas Mittelschlimmes oder vielleicht sogar etwas sehr Schlimmes, möchte mit
Notwehrtätern in Anführungszeichen sprechen oder auch nicht in Anführungszeichen und auch von mit Opfern, die Opfer wurden einer eine Notwehrtat. Wenn ihr gerne morgen mit mir sprechen wollt, dann meldet euch schon mal über Mail unter domian@wdr.de. Weiter geht es jetzt mit Bettina. Bettina ist 29 Jahre alt. Hallo Bettina. Hallo Bettina. Hallo? Ja, da bist du. Hallo, ich heiße Sabine, da haben die was falsch verstanden. Ach, du heißt Sabine. Genau. Dann ist ja irgendwas schiefgelaufen. Also Sabine. Ja. Hallo Domian. Aber 29 stimmt? Jawohl, das stimmt. Okay. So, und zwar, ich habe folgendes Problem. Ja. Ich bin jetzt seit 3 Jahren mit meinem Freund in einer Beziehung. Mhm. Wir haben eine 18 Monate alte Tochter. Mhm. Und seit einer Woche hat er wohl, wie man das so schön sagt, eine Affäre jetzt wohl gehabt. Oh, das hast du gleich mitbekommen? Nee, nicht mitbekommen. Wir haben uns am Donnerstag letzte Woche vor Weiberfastnacht getrennt. Aha. Und wegen der Affäre? Nee. Nee, nicht wegen der Affäre. Mhm. Da hat wieder was nicht funktioniert. Und wie gesagt, ich muss dazu auch sagen, wir haben seit circa, seitdem die Kleine 10 Monate alt ist, auch keinen Verkehr mehr miteinander. Mhm. Und wie gesagt, Donnerstag... Also getrennt habt ihr euch, weil ihr euch geschritten hattet und wieder mal irgendwas nicht gelaufen ist? Genau. Das heißt, ihr habt auch nicht zusammen gewohnt? Nee, genau. Ja. So, und ruckzuck hat er schon eine neue Affäre, oder wie? Das war ja das Komische. Das habe ich dann später, also jetzt gestern von ihm dann erfahren, weil wir, er hat mir hier geholfen beim Renovieren für das Zimmer für die Kleine. Ja. Und dann hat er mir gestern dann erzählt, pass auf, ich möchte gerne schon wieder zu euch zurück, aber ich muss dir sagen, ich habe seit über 8 Tagen eine Affäre. Also die Frau will wohl mehr, sie möchte wohl eine Beziehung jetzt mit ihm. Aber er möchte jetzt, nachdem er uns dann wiedergesehen hat, lieber zu uns zurück. Ja. Also, wie gesagt, ich liebe ihn schon, aber das jetzt mit Vertrauen und alles. Ich habe gestern den ganzen Tag geheult. Ja. Also ich bin fix und fertig. Weißt du, wenn ich jetzt schnell nachgerechnet habe, lief diese kleine Mini-Affäre ja schon, wenn ihr euch, ihr habt euch Donnerstag getrennt, ne? Genau. Dann lief also die ja eigentlich schon. Mittwochabend habe ich dann gesagt, nee, ja, das mache ich nicht mit. Also dann war die ja irgendwie... Ja, unmittelbar davor oder irgendwie lief das... So mittendrin, genau. So, ja, genau. Mhm. Mittendrin, ja. Vor und auch danach. Was war der Streit? Was war der Grund des Streites? Ich sag mal, das sind immer Kleinigkeiten gewesen. Wir haben uns im Prinzip gegenseitig immer hochgepusht. Mhm. Wenn es so wirklich um Fernsehprogramme oder was ging, wirklich so immer nur Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Was ist denn genau. das Grundgefühl zu ihm, würdest du sagen, ist das schon noch eine tiefe Liebe? Also von mir aus würde ich schon sagen, ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es andersrum ist. Mhm. Wie gesagt, wir haben jetzt die Tage auch immer telefoniert und ich habe ihn angerufen. Mhm. Und dann meinte er dann nur zu mir, da würde ein Interesse bestehen zu dieser Frau. Das Problem ist jetzt, diese Frau, das ist auch noch eine Ex-Freundin von einem Bekannten von uns, mhm, die er eigentlich zusammenbringen wollte wieder. Mhm. So, und das war natürlich dann jetzt alles der Hammer irgendwo hoch 3, das war dann gestern. Ich würde jetzt mal das mit der Frau gar nicht so ernst nehmen. Das ist eine Woche alt, da kann man irgendwann schwamm drüber und gut. Wichtig ist, was er für ein Gefühl zu dir hat. Er sagt schon, dass er mich liebt und... er möchte zurückkommen, zu euch, zu dir. Genau, zu der Kleinen und mir, genau. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt das Problem, wie gesagt, er durfte mich gestern auch nicht anfassen, also ich habe mich irgendwo... Wir hatten uns gestern Morgen noch geküsst und ich habe mich danach irgendwo schmutzig, dreckig irgendwo gefühlt. Ist das zum ersten Mal passiert, dass er fremdgegangen ist? In unserer Beziehung jetzt ja. In den Beziehungen davor hat das wohl auch gemacht. Also Sabine, die wusste das nicht. Also in Anbetracht dessen, dass da irgendwie der Haussegen öfter bei euch schief hing und dass da eh Streitereien waren und wir gar nicht es genau auseinandertüfteln können, hat er die Affäre jetzt angefangen, nachdem er mit dir vorige Woche Schluss gemacht hat, oder lief das schon 1-2 Tage vorher? Nee, das lief schon seit Sonntag und Donnerstag, also Mittwochabend habe ich dann Schluss gemacht und das lief schon seit dem Sonntag. Mhm. Also ich sage jetzt, wenn die Grundvoraussetzungen letztendlich stimmen, dass du ihn noch liebst und er dich noch liebt, finde ich, dass man über so eine Sache hinweggehen sollte. Ja. Das ist schwer. Ja, aber komm, es gibt Schwieriges. Es gibt wirklich schwierige, schlimmere Betrügereien, die Menschen antun. Ja. Ihr habt eine gemeinsame Verantwortung zu tragen für euch, für eure Liebe und ihr habt ein Kind. So, das Wichtige ist, dass ihr beide klären müsst, woran hakt es da eigentlich zwischen uns? Warum haben wir uns wegen kleinen Scheiß immer zu in den Haaren? Das finde ich wichtig. Ja, wie gesagt. Da muss ich ja kurz was dazu sagen. Das ist ja, wir haben ja circa, seitdem die Kleine 10 Monate alt ist, so gut wie auch gar keinen Verkehr mehr gehabt. Hast du gerade schon gesagt. Das sagt ja auch schon was aus.
Ja, das ist es ja. Pass auf, ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprichst, jetzt, weil die Sendung vorbei ist. Und ich würde auch euch vorschlagen, dass ihr darüber hinaus zu einer Paarberatung gehen solltet. Aha. Ne, damit ein neutraler Mensch sich mit euch unterhält und das mal ein bisschen auseinanderfummelt, was da bei euch los ist. Du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Alles klar. Okay, gut, tschüss, danke. Sabine. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema, es geschah aus Notwehr. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ab 0 Uhr sind die Leitungen morgen geschaltet oder meldet doch bitte unter domian@wdr.de. Prominenter Gast am Samstag ist Desiree Nick. Um 11:30 im WDR-Fernsehen mein Stargast. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.